Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Happy Wheels. Wir spielen wie immer eure Level und heute das erste Mal nach dem Level-Stopp. Das heißt, wir sind jetzt am 30.05. Ich hoffe, ich habe es oft genug angekündigt, weil in der letzten Folge haben noch einige Leute in die Kommentare geschrieben, ja, du spielst bald bei Level oder sich so gefreut. Und ich hoffe einfach mal, dass sie meinten, dass ich es jetzt nach dem Level-Stopp spiele, weil, falls ihr es nicht verstanden habt, ihr müsst das Level nochmal re-uploaden, weil ich spiele nur Level ab dem 30.05. ab jetzt, also diese Level hier werde ich jetzt noch spielen und dann immer weiter die neuen, die eingereicht werden. Wir fangen an mit Promo von der Levelbauer. Moinsen, erzähl mal. Ja genau, jetzt mache ich einfach ein bisschen Promo für dich, lieber Lupus. Und zwar arbeiten wir, also einige Happy Wheels Level Ersteller daran, ein Texture Pack für Minecraft zu machen. Und zwar mit Items in Happy Wheels. Und das ist jetzt der Trailer für dieses Texture Pack. Das sind alles so, naja, auch mit Insidern und so, aus allen möglichen Happy Wheels Sachen, machen wir einfach ein komplettes Texture Pack für Minecraft, so wie man jetzt die ganzen Inventare und so sieht. Und wir sind schon ziemlich weit, bald kommt Version 1.0, also da fehlen nur noch ein paar Items, bisschen Rüstung und so fehlt noch. Glaube ich jedenfalls. Also da arbeiten zum Beispiel, der Levelbauer arbeitet dran. Ich habe ein paar Items gemacht, jetzt nicht wirklich viel. Aber ich habe auch ein bisschen was dazu beigetragen. Dann noch Tentastic HD, den kennt ihr bestimmt auch. Creative SL arbeitet dran. Taurus 4, also Bob Bilton. Ich weiß nicht, ob euch die Namen was sagen, aber falls sie euch was sagen, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf dieses Texture Pack. Ich denke mal, das wird ziemlich, ziemlich geil. Musikquiz 1 von Manni Milchschnitte. Hi Baum, ich habe mir überlegt, eine kleine Musikquiz-Reihe zu machen. Gerne Meinungen dazu abgeben. Thema heute Rock Heavy Metal. Oh Gott, das höre ich persönlich nicht. Deswegen könnte es schwierig werden. Hi Baum und andere, in diesem Level wirst du jedes Mal einen Ausschnitt eines Songtextes und zwei Songs, bei dem der Textausschnitt zutrifft, sehen. Tipp, immer langsam fahren, zwecks Hubbel. Bitte nicht so auf die Logos achten, denn ich beherrsche das A-Tool nicht. Doch, das sieht ziemlich, ziemlich gut aus, finde ich. Beim Fallen Steuerung drücken. Songtexte stehen hinter den Antworten. Okay. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Sagt mir nichts. Die beiden Titel sagen mir auch nichts. Guns N' Roses kenne ich natürlich, aber ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid für dich, falls du ein großer Rock- und Heavy-Metal-Fan bist, aber ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich muss einfach irgendwas raten. Ah, schade, falsch. Hätte ja sein können. Metallica. Kenne ich wenigstens so zwei Lieder oder so. As I was going over the Cork and Kerry Mountains, I saw Captain Farrell and his money he was counting. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Die beiden Liedtitel sagen mir wieder überhaupt nichts. Wieder falsch. So, was haben wir jetzt? AC/DC. Da kenne ich wenigstens ein paar mehr Lieder. Aber die Liedtitel sagen mir wieder nichts, Mann. Nein. Keine Ahnung. Oh Gott, was? Ich nehme wieder das zweite, weil irgendwann muss ja richtig sein. Jawohl. Klar, wusste ich. Rock'n'Roll Train. Was haben wir hier? Bon Jovi. Kenne ich auch wenigstens ein paar Lieder, aber Living on a Prayer kenne ich. Ha. Ben Madison nicht, ne. Tommy used to work on the docks. Union spin on strike. He's down on his luck, it's tough, so tough. Hättest du wenigstens den Refrain genommen oder so, dann. Hättest du hier den Refrain genommen, dann hättest. Also jetzt ohne das Living on a Prayer, aber dann hättest du mir vielleicht was gesagt. Poison von Alice Cooper kenne ich auch wenigstens. Das da, das zweite aber wieder nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir ein bisschen zu schwierig, ein bisschen zu anspruchsvoll. Aber habe ich natürlich richtig. Aerosmith. Okay. Na komm, das habe ich auch keine Ahnung von. Aerosmith. Noch nie. Ich habe keine Ahnung. Das war mir viel zu anspruchsvoll. Bitte ein anderes Genre. Und vielleicht wirklich, wirklich Liedzeilen, die auch irgendwie bekannt sind oder im Refrain sind oder irgend sowas. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, vielleicht waren die im Refrain, aber ich kannte die Songs einfach nicht. Hier, hier. Und also ich kannte von den richtigen Songs keinen.
Na gut. Außer eins, außer bei Bon Jovi. Aber gut. Es war trotzdem sehr, sehr gut designt und sehr, sehr gute Idee. Da gebe ich auf jeden Fall mal 5 Sterne für. Greenland von Laval P12. Text im Level. Alles klar. Herr Baum, ich bin einer der neuen Zuschauer von dir. PS, du bist mein Lieblings-YouTuber. Du hast doch schon öfter Level eingereicht. Ich kenne dich jedenfalls schon. Also so neu scheinst du nicht zu sein. Oh Gott, das waren ein paar viele Harpunen. Ich komme da durch. Ja, nein, nein. Das, ja, okay, ich wusste, das wird nicht funktionieren. Juhu! Okay, Moment, ich warte und fahre jetzt mit. Genau, das funktioniert perfekt. Ah, komm, übertreiben kann man es natürlich auch, ne? So. Ey, selbst wenn mich der Wrecking Ball anschubst, schaffe ich es nicht. Ist es dein Ernst? Was hast du denn da gemacht? Ich spiele das Level nicht weiter. Okay, Classic von XX Predator XX. Hey, und andere in dem Level werdet ihr ein paar Classic-Level-Richtungen wie Glass Break, Bottle Run und so weiter spielen. Und das in einer kurzen Form. Okay. Ich hatte sehr viel Spaß, Level zu bauen, auch wenn es mein aufwendigstes war. Das Ziel war am schwersten. Ich bin mal gespannt. Klicke hier, um das mega langweilige Intro zu überspringen. Erstmal nicht. Klassische Levels gespielt wie Jet Vault, Glass Break und so weiter. Das erste Slow Part, okay, der ist fake. Hätte mich auch gewundert. So, jetzt wirklich als erstes Jet Vault. Schlau, oder? Ja, das ist eigentlich normal, dass Leute das so machen. So. Gucken wir mal. Oh Gott. Okay, die haben wir wenigstens geschafft. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut gemacht. Checkpoint 1. Okay, sehr gut mit Checkpoints. Ein kleiner Bottle Run. Ein bisschen Glass Break. Geh zurück und klicke auf das Dreieck, wenn du es überspringen willst. Wir probieren hier noch das ganz Große zu kriegen. Ja, komm, das ist. Du hast ja eh eine kurze Form. Ich spiele es jetzt einmal und danach überspringe ich es beim nächsten Mal, falls ich nochmal sterben sollte. Ey. Mach das doch mal kaputt, ey. Bitte. Oh Gott, ich muss richtig viel Anlauf nehmen. Bumm. Okay. So. Das sollten wir dann auch mal haben. Okay, jetzt kann ich hier drüber. Perfekt, gut gemacht. Was kommt jetzt? Kommen Plattformen, die nach einer Zeit verschwinden? Pass auf. Okay, das ist hier kein Problem. Oh Gott, ein Glück, dass ich hier wieder hoch kann. Moment. Ja, Checkpoint 2 freigeschaltet. Super gemacht. Dankeschön. Harpune. Okay, immerhin. Lol, ich habe noch 555 Shapes, lol. Naja, wegen dem Trigger nicht mehr. Versuch jetzt den Waffen auszuweichen. Ah, oh, lol, das letzte war ein Troll, ein Glück. Wenn man okay um. Ne, das ist mir noch nie aufgefallen, aber das ist tatsächlich ein sehr schönes Männchen. Ah, okay, ich muss das hier brechen. Den Tisch muss ich nicht. Ganz vorsichtig, er fällt durch den Shape. Okay, habe ich geschafft. Ah. Cool. Kleiner Verbesserungsvorschlag ist natürlich, das R-Tool dafür zu verwenden, aber wenn du damit noch keine Erfahrungen hast, kann ich verstehen, dass du es ich mach Bomber D weint Konfetti. Oh nein! Aber besser als nichts, weil ich habe tatsächlich ja auf meinem Profilbild Konfetti vor meinem Gesicht, also passt schon einigermaßen. Das Level war ganz cool, du hättest ein bisschen noch designen müssen eigentlich. Ich meine, so schwer ist es jetzt nicht, da in die Mitte noch kleine Sachen reinzumachen. Irgendwie ein ganz kleines bisschen Design. Das Ende war halt okay designt, aber ansonsten, na. Ich weiß nicht, ob ich dafür 5 Sterne geben kann. Gameplay war gut, Idee war gut. Komm, ich 4,5. Ich gebe dir 5, weil du ein bisschen weniger als 4,5 hast. War ein ziemlich cooles Level. Pixel World von Meatplay. Hey Baum, das ist mein Distress Ball Contest. Ja, Contest-Level wolltest du schreiben. Viel Spaß, leg los, dein Pikmin. Okay. Es lädt ziemlich lange. Tree Skipper. Nee, nee, wir wollen den Tree nicht skippen. Shit, I can't pass this tree. Okay, was mach ich jetzt? Ich muss ihn abbauen. Ja. Ich brauche irgendwas wie eine Axt oder so. Ja, super, dass ich direkt eine habe. Finde ich auf jeden Fall stark. So, coole Animation auf jeden Fall. So, den Block haben wir weg. Jawohl. Reicht das, oder? Ah ja, jetzt kann ich ihn umschmeißen.
Okay, hab den Baum umgeschmissen und er ist verschwunden. Oh, wir haben jetzt Rasball-Boss. Einfach nur zurück. Er schmeißt mit Crab. Also mit Krabben, natürlich. Oh Gott! Der war größer, als ich gedacht hätte. Da muss ich jetzt den Tree skippen. Einmal kurz klicken und muss ich da. Also, jetzt sollte ich ihn geskippt haben, oder? Ich nehme es mal an. Ja, ist auf jeden Fall nicht mehr. Oh Gott, das laggt. Ich habe ein Standbild. Ich restarte mal. Funktioniert. Weiß nicht, warum ich ein Standbild hatte. So, sind wir mal zurückgefahren. Haben den Baum geskippt. Schon wieder. Was ist dann passiert? Ich probiere mal kurz was aus. Hat es eine schlechte Bewertung? Es geht eigentlich. Ansonsten, damit hätte ich es mir erklärt. Na, ich kriege ja immer ein Standbild, jedes Mal. Der Charakter läuft aber im Hintergrund weiter. Ich probiere nochmal ohne den Baum zu skippen. Jetzt müssen wir hier natürlich wieder ein bisschen warten. So. Während wir hier warten, was könnte ich machen? Ich habe eigentlich keine Idee, was ich jetzt hier Schönes, Großartiges machen könnte. Es gibt einfach hier den Part kurz. Ich sage einfach gar nichts und warte, bis der Baum hier verschwindet. Achso, nee, es ist ja schon vorbei. Also war alles okay. Hier haben wir den Stressball wieder. Den Krabben ausweichen. Ich bleibe einfach ganz hinten. Es hat gerade schon wieder so kurz gehangen. Okay, Stressball wurde besiegt. Aha. Jetzt müssen wir über die Lava drüber. Das kriege ich hin. Oh. Nicht ernsthaft jetzt, oder? Vielleicht passiert trotzdem noch was. Nein, ich kann leider nicht mehr weiter. Timmy kann mich aber noch vom Fahrrad schubsen. Ha, du Opfer. Vielleicht kann ich mit Timmy noch hier Stunts machen wenigstens. Jo. Timmy kann auf jeden Fall gut breakdancen. Ja gut. Aber das bringt jetzt auch nicht mehr viel weiter. Kein Replay da. Das ist ein bisschen tragisch. Ich starte die nächste Folge einfach mittendrin im Level da, wo wir jetzt waren. Und dann bewerte ich es auch weiter. Forest von Mr. Fabian. Viel Spaß, Bim. Bleib. Ach nee, das stimmt. Das soll ich überspringen, weil wir es in der letzten Folge gespielt haben. Ich kann einmal kurz hier reingucken. Das kennt ihr schon. Okay. Doodle Jump von Lord Waldi ist also das nächste Level. Hey Baum, habe schon mehrere Levels für dich gemacht. Du hast sie aber leider noch nicht gespielt wegen des Levelstopps. Sehr gut, dass du sie nochmal eingereicht hast. Dafür kommen jetzt gleich mehrere am Stück. Finde deine Videos super. Weiter so. Dankeschön, Lord Waldi. Okay, wir spielen ein bisschen Doodle Jump. Die roten Plattformen verschwinden nach 3 Sekunden, alles klar. Wäre cool, wenn man da durchspringen könnte am Anfang und erst später die solide werden würden. Oder vielleicht sind die erst später solide geworden. Man weiß es nicht, weil ich bin ja schon in der Mitte hier durchgesprungen. Bleib doch da drauf. Ja, okay, er ist drauf. Oh Gott. So, jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Ja, man kann sogar durchspringen. Sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht. Guter Ansatz. Oh nein. Nee. Guter Einsatz von Triggern hier. Das funktioniert hier perfekt sogar. Ah, ich bin leider nicht drauf gelandet, weil ich ein Dummkopf bin. Nochmal Restart. Bleibt da wieder drauf. Danke. So, jetzt hier hoch. Bleibt da auch drauf, danke. Jetzt springen wir nach rechts. Oh nein, okay, das ist nicht solide geworden. Oh Gott, das ist schon solide. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Moment, ich mache es am besten so. Haha, das hat funktioniert. Geiler Walljump. So, jetzt bin ich hier drauf. Jetzt kann ich hier hoch. Das hat auch perfekt funktioniert. Die roten Plattformen, die verschwinden ja. Oh Gott, das. Ah, ich darf die Monster nicht berühren. Aber ich kann in den Checkpoint. Dann habe ich ja freigeschaltet.
Das war jetzt nicht so optimal gelöst von dir, Lord Valdi. Ich hoffe mal, es funktioniert wenigstens dieses Mal. Ja, ich bin direkt hier oben gelandet. Hier hat es funktioniert. So, fliegen wir jetzt. Oh Gott, das war solide. Bleib auf der Grünen, bitte. Okay, perfekt. Jetzt schnell hier hoch und dann direkt weiter. Ja, nein. Da war der Win. Ich bin reingesprungen. Verdammt, noch ein Versuch, komm. Ich habe es eigentlich schon so gut wie geschafft, aber ich würde gerne trotzdem noch den Victory tatsächlich bekommen. Oder auch einfach nicht. Dann gebe ich dem einfach 5 Sterne, weil ich es sehr, sehr cool fand. Von Idee her und allem fand ich sehr nice. Design von Tentastic. Soll, glaube ich, ein Design-Level sein. Scroll runter. Lupus ist doof. Alles klar. Und hier sehen wir einen wunderschön designten GTA-Screen von Tentastic. Allerdings ein Level ist jetzt da nicht dahinter. Sieht trotzdem einfach ultra geil aus. Kann man nichts dagegen sagen. Ja, finde ich geil. Ball Throw von Melok. Hi Baum. Hab einen Ball Throw gebaut. Ist aber kein normaler. Viel Spaß. Okay, ich bin gespannt. Tutorial. Yes. Machen wir mal. Throw Balls in hier. Wenn ich die berühre, kriege ich extra Bälle. Was ist denn der Shop? Hä? Ah, okay, ich kann da was kaufen. Okay. Haken sagt, dass du gewinnst, wenn du was da reinwirfst. Also hier gewinne ich bei Gelb und hier gewinne ich bei Lila und hier bei Rot. Okay, also grüne brauche ich überhaupt nicht. Grüne Bälle sollte ich am liebsten verschwenden. Okay, Close Tutorial. So, dann werfen wir erstmal den hier rein. Yes. Dann den gelben in die. Ich muss mir neue gelbe kaufen. Das kann ich doch, oder? Ja. Jetzt sollte ich 2 gelbe kriegen. Achso, nee, das war der Preis dafür, dass ich einen kriege. Den hier würde ich gerne in den Shop werfen, weil der mir nichts bringt. Mit dem kann ich jetzt auch nicht mehr viel machen. Vielleicht da oben reinwerfen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Warum habe ich jetzt wieder einen grünen? Achso, die kommen alle zurück. Moment. Der darf da auf gar keinen Fall rein. Der rote muss da hinten rein. Oh Gott. Der kommt hoffentlich wieder, oder? Den lasse ich fallen, weil ich den nicht brauche. Nein, der muss ins zweite. Ich hoffe, der kommt wieder. Du kannst mal irgendwo rein, ist mir egal. Den brauche ich nicht. Okay, da kann er liegen bleiben. Der geht. Ah, schade, ich dachte, ich treffe den. Da hinten darf er rein, da passiert nichts. Ich brauche noch mehr gelbe Bälle. Und rote Bälle eigentlich auch. Nein, ich habe verloren. Oh Gott, wie schwierig ist es denn? Tutorial brauche ich jetzt nicht mehr. So, der ist da drin. Guck mal, vielleicht schaffe ich es ja einfach so instant. Der geht in den Shop. Der geht auch in den Shop. Okay, dann halt nicht. Ah, der hat sogar noch die den Bonus da getroffen. Nein. Ah, mir hat nur noch einer gefehlt. Komm. Vorne rein. Okay, dann halt. Restart. Das Level ist ziemlich anspruchsvoll. Jawohl, der ist immerhin in der Mitte. Nein! Die Bälle kommen ja alle zurück. Ich lasse jetzt einfach alle. Ja, wollte sagen, ich lasse sie alle hier vorne fallen und der fliegt trotzdem da hinten rein. Das ist doch korrupt hier. Absolut korrupt. So, den brauche ich nicht. Geh da zurück. Der wird eingesaugt. Aha, der ist in den Shop gefallen. Sehr gut. Nein. Oh, ist mit in der Mitte durchgeflogen. So ein Glück. Ich brauche rote Bälle. 2 Stück. Gib mir 2 rote Bälle. Der hier geht durch. Den will ich nicht haben. Den hier will ich auch nicht haben. Nein.
Nur die roten. Oh, schon wieder in den Shop. Verdammte Kacke. Nein, nein. Ey, das Level ist so schwierig, ne? Ich find's aber von der Idee her ziemlich geil. Du müsstest es ein bisschen einfacher machen, dann würde es mir noch besser gefallen. Letztes Level für heute, Pokémon von Lord Valdi. Hey, Baum, hier ist ein Pokémon Ball Throw. Ich habe es mit Hilfe deiner Videos gebaut. Bewerte das Design und das Gameplay. Morgen kommt ein weiteres Pokémon-Level. Okay. Keine Ahnung, welchen Charakter ich nehmen soll. Ich nehme mal Segway. Ja, der scheint eindeutig zu passen. Okay, so ähnlich wie mein Pokémon Ball Throw. Also, das Raupi sieht auf jeden Fall besser aus als meins. Oh Gott. Das wird jetzt ein bisschen peinlich. Ha, da hinten ist Pikachu erschienen. Okay, ich muss ihn in der Mitte treffen. Nein. Komm schon. Nein, du musst ihn kriegen. Ey. Ja, ich hab ihn. Togepi. Ja, ne, ja, hab ich, okay. Das ist Pummeluff und ein Zubat. Ich habe alle gefangen, jawohl. Sehr, sehr cooles Level, hat mir sehr gut gefallen. Hast du auf jeden Fall gut die Idee übernommen und auch, ja, mit anderen Pokémon. Deine Pokémon sahen besser aus als meine sogar, also echt gut gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss.